Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind hier in der Kampagne von Barbarossa, einem römischen Kriegsherrn, und sind auch schon bei Kapitel 2. Und ich werde nicht lang herumquatschen. Kapitel 2 nennt sich Heinrich der Löwe. Das Kaiserreich befand sich in voller Blüte und die Bevölkerung wuchs rasch an. Die Deutschen fällten Bäume, legten Sumpfland trocken und gewannen sogar dem Meer Land ab. Doch gab es immer noch nicht genug Raum. Die Probleme an den Grenzen wären behoben, wenn das weitläufige Polen dem Kaiserreich angegliedert würde. Für die Verhandlungen mit Polen beauftragte Barbarossa einen seiner mächtigsten Vasallen, Heinrich den Löwen. Heinrich war ein mächtiger Fürst aus Sachsen, dessen prunkvolle Paläste sogar die des Kaisers in den Schatten stellten. Obwohl er Barbarossa die Lehnstreue schwor, fragte sich so mancher, ob Heinrich der Löwe nicht das Kaiserreich für sich selbst haben wollte. Als Barbarossa Heinrich den Löwen mit der Unterwerfung Polens beauftragte, wollte er ein für alle Mal prüfen, ob Heinrich seinen Treueschwur halten würde. Ja, hoffen wir mal das Beste, ne? Schön. Was dürfen wir machen? Das Ziel ist einfach und unkompliziert: besiegen Sie Polen. Alles klar. Hinweis: Die deutschen Kleinstaaten Bayern und Sachsen ernähren gegenwärtig die Heere Barbarossas und Heinrichs des Löwen. Verteidigen Sie die wehrlosen Ernährer um jeden Preis. Okay. Eure Majestät, die Stammesherzogtümer von Bayern und Sachsen werden uns mit Rohstoffen für das kaiserliche Heer versorgen. Aber wir müssen sie vor den Polen verteidigen. Okay. Lass ich so. Dann würde ich sagen, ich versuch's mal unter Anführungszeichen gerecht aufzuteilen. So, drei. Nein, jawohl, der Speer könnt ihr mit. So. Ich würde mal sagen, ihr bleibt hier. Ich stelle euch mal, wo stellen wir euch hin? Da. Ja. Und euch stelle ich einfach mal da. Da so hin, ne? Wenn die uns versorgen, müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass wir genügend Einheiten haben, die uns verteidigen. Jetzt ist halt auch die Frage, da wir hier Bötchen haben, sollen wir Schiffe bauen? Weil Türme oder so können wir nicht aufstellen, wir haben auch überhaupt kein Stein. Eine Angriffsstärke, das machen wir schon mal. Ich würde sagen, machen wir einfach. Ich sollte vielleicht weniger quatschen und mehr machen. So auch die Entwicklung. Hier einmal. Dann hier einmal. Obendrein auch den Knappen entwickeln, damit die schneller hatschen. Vielleicht auch zum Elite-Plänkler. Machen wir vielleicht auch gleich mit. Hier haben wir fertig. Schmiede. Die Schmiede braucht noch. Hier, was haben wir da? Ja, das. Ich meine, wir können keine. Wir haben keine Wände, warum sollte ich das machen? Aber Basilisk können wir machen. Bogenschützen, Dorfzauberin, Burgen, Galeeren, Wikinger, bla bla, mongolische Mangudei. Schießen genauer auf bewegliche Ziele. Ja, das geht sich noch aus. Wir haben jetzt kein Essen mehr, weil wir alles entwickelt haben. Macht aber nichts. Ich werde einfach mal ein paar Armbrustschützen bauen. Die gehen sich noch aus. Am besten 6 Stück. Würde ich mal sagen. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Wir werden es eh erleben. Was ich soll. Ja, was ich soll. Die sind brach. Die sind brav am Werkeln. Ja, hier stehen sie auch gut. Passt schon so. Ein paar Einheiten sind ja auch hier. Die beschützen ihr eigenes Dorf. Oh, eine Reliquie. Haben wir einen Mönch? Können wir Mönche machen? Haben wir ein Kloster? Bitte, 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 Kloster. Nix Kloster. Nix Kloster, verdammt. Naja, was soll man machen? So, oh, da geht auch noch was. Pikaniere. Nein, geht nichts mehr. Wir haben keine Nahrung. Okay, muss ich jetzt warten. Und jetzt mal still und leise hoffen. Also 3 kommt darunter.
Also ja. Still und leise hoffen, dass das so passt, was wir da machen. So, ihr könnt sich vielleicht ein bisschen verteilter aufstellen. So vielleicht. So. Die ist Sachsen. Der Leiter. Sehr gut, da haben wir schon einen. Wir können auch nur maximal 50 Einheiten erschaffen. Boah, das ist ein bisschen streng, ha? Huh? Das ist ganz schön streng. Na los, hopp, hopp. Erschaffe dich selbst. Komm. Bäm. Ja, das war... Aha, okay. Hier sind ein paar Rammböcke, passt alles. Alles klärchen. Na fein. Wir sehen ja, okay, da ist noch eine vierte, noch eine dritte Einheit. Die Sachsen, aha, das ist der Heinrich der Löwe. Da muss noch, wir sind der Barbarossa-Typi, ne? Und hier unten haben wir die Bayern, alles klar. Jawohl, wir haben 26 Nahrung bekommen. 76 Holz, 11 Gold und 182 Steine. Warum wir Steine kriegen, ist mir nicht ganz geheuer. Aber ist halt so. Miau! Das war nur die erste, ne? Wir werden von Bohlen angegriffen. Das mag ich aber nicht. Ja, das... Hier können wir es schaffen. Das habe ich jetzt verabst, so ein bisschen Idiot. Wow, unsere Gebäude halten viel aus. Moment. Ist das normal? Ich hoffe. Schau, da kriegen wir fast keinen Damage. Jetzt muss ich warten, bis hier die vier Einheiten sind und dann kriegen die aufs Maul. So, und wie schaut es da bei uns aus? Wo sind denn eigentlich... Wo sind meine Ritterleins? Da seid ihr. Ihr sollt ja. Darauf. Ja. Ihr müsst da beschützen. Die Ritter zuerst. So. Okay. Hm. Dann Smide. Geht sich noch was schmieden? Nein, geht sich nichts mehr aus. Haben wir schon viel zu wenig Sachen. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier am besten schützen soll. Ich denke schon hier. Weil da direkt hier Weg und so. Wir haben da jetzt drei. Vielleicht schaffen die ja was, aber es schaut nicht aus. Der erste ist besiegt. Okay, jetzt kriegt die doch ordentlich aufs Maul. Nicht gut. So, mit. Passt. Da auch noch. Hilfe, mein Dingens brennt. Kann das mir reparieren? Passt. Geschafft. Wie schaut's da oben aus? Hallo? Einheiten, was macht ihr denn da? Seid ihr blöd? Da! Geht's doch draufhauen! Wo kommt ihr drei eigentlich her? Ihr müsst schon draufhauen. Könnt ihr es euch doch nicht so gefallen lassen? Ist ja fürchterlich. Da kriegen wir keine Punkte. Aha, wir gehen. Aha, so schaut das aus. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Okay. Ich glaube, da geht sie gar nichts mehr aus, ne? Nein. Ja, jetzt geht sie hier was aus. So. Ah, warte, das ist doch zu teuer. So, schön hier sammeln. Passt, der ist erledigt.
Ding dong, ding dong. Ja, ihr dürft auch mithelfen. Es ist nicht so, dass ihr da stehen und Nasen bohren könnt den ganzen Tag. Macht doch den Kackmister weg. Alter. Passt. Jetzt sammelt's euch hier wieder. Haben wir denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass wir so einen dämlichen Mönch oder so bauen können? Muss doch hier auch irgendwie gehen. Ich würde auch sagen, dass ihr da vielleicht da oben ein bisschen mithelft, ne? Weil die Ritter sind ja zum Kacken zu blöde. Manchmal, echt. So. Er hat es, glaube ich, gleich überstanden. Passt. Würdet ihr da helfen? Ist ja unglaublich, ne? Da. Geht schon, kaputt Passt. Dass ich soll. Geht ja. Ja, die Einheiten hier sind dezimiert. Da stelle ich euch mal dazu. Ist, glaube ich, am besten so. Passt. Ihr passt auf das daheim dabei auf. Da unten. Yeah. Ein Moment. So, ihr passt auf da unten auf. Das müsste doch auch passen. Gut, dann werden wir gleich weiterentwickeln. So, hier mal drei und dort mal drei. Dann vielleicht hier. So. Dann vielleicht, was kostet ihr? Nahrung. Ich hätte was? Alter Schwede. Könnt schon angreifen gehen. Hopp, hopp. Boah, wenn ich, was würde ich denn dafür geben, wenn ich da ein paar, wenigstens nur ein paar, stellt sich mal die Gefächer da auf. Was würde ich dafür geben, wenn ich, weiß ich nicht was, dürfte machen. Ihr seid aber ein bisschen dämlich, oder? Würdet ihr das mal kaputt machen? Eine ganz geheuer sowas, echt. Passt, hin ist er. Unglaublich. So, ihr drei geht's noch da oben Dies dazu. Ach, was sage ich? Ihr geht's alle da oben dazu. Ja. Da oben ist irgendwie immer dünn. Ihr bleibt hier. Das passt. Da brennt's, ne? Kann das bitte jemand reparieren? Irgendwer? Das wäre gar zu freundlich. Hm. Oder auch nicht. Passt, dann würde ich sagen, ihr stellt euch hier hin. Da haben wir einen guten Überblick. Da. Ihr stellt euch hier am Rand da oben hin. So, da unten schaut alles paletti aus. Da können wir glatt. Die stelle ich hier hin. Da werde ich glatt noch ein paar erstellen. Ah, das war's schon. Vielleicht kann ich da einen wegtun, den hier machen. Die drei kommen noch da runter. Das müsste auch passen. Und wie lang bitte soll man den ganzen Schmarrn hier verteidigen? Das würde mich nämlich auch interessieren, wie lange wir das hier zu verteidigen haben. Türme richten bei Schiffen mehr und Burgen mehr Schaden an. Dorfbewohner richten Gebäude schneller. Verstärkt alle Gebäude. Das wäre nicht schlecht. Das werden wir mitentwickeln, sobald es passt. Dreimal passt. Ihr kommt da runter. Muss hier brav helfen. So, ja. Bam, 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 bam,
Oder müssen wir dann mal angreifen? Keine Ahnung, ob wir da irgendwas dezimieren müssen. Wir werden es erleben. Aber stehen tut, wir sollen verteidigen, ne? Also Hinweis, wir sollen... Nein, wir müssen schon Polen besiegen. Wir müssen schon die Polen besiegen. Aber dann, ja. Da müssen wir noch ein paar Ressourcen bekommen. Auf jeden Fall, ich hoffe, die Verteidigung steht schon mal, dass wir hier... Ah, mit 50 Einheiten soll das gehen? Drehböcke dürfen wir keine haben. Aber hier dafür... Müssen wir halt eine Armee aus Rammböcken vielleicht? Wird interessant. Auf jeden Fall... Steht da noch ein Hampelmann rum? Tatsächlich. Auf jeden Fall wäre es gut, ja, wenn wir jetzt bald wieder Tribut bekommen könnten. Dies war. Dann, dann. Oder sollen uns die hier... Da? Kann mir jetzt vorstellen, oder? Dass wir die... Da würde ich eher sagen, das da oben angreifen. Das wäre vielleicht noch das kleinere Übel. Ich weiß auch nicht, warum wir Stein bekommen. Streng gesehen brauche ich es ja gar nicht. Schauen wir mal, ob hier Schiffchen stehen. Nein, können wir umreißen. Boah, ne, die kriegen ja auch fast kein Damage. Hey. Servus, Kaiser. Jawohl, wir haben Tribut bekommen. Oha, da geht... Oha. Oh la la, da geht was weiter. Boah. Ich mache da einfach mal 5 Rammböcke. Die werde ich gleich mal hierher platzieren. Yay. Vielleicht ein paar... Solange es geht. Machen wir die noch mit. Und dann machen wir da wieder weiter, ne? Nahrung ist jetzt Schluss und wir machen wieder Bogenschützen. So. Vielleicht lasse ich die 5 hier mal umlieten, dass wir für die Rammböcke Platz haben, weil wir sollen ja die Bullen auch besiegen. Ne? Ich lasse mich da mal ein bisschen vorsichtig ran, habe ich mir gedacht. Wartet mal. Vielleicht soll ich es mit denen nochmal dabei sein lassen. Wartet mal, dass wir die Rammböcke haben. Nanu, wo kommst du jetzt her? Passt. Okay, die Deutsche, die Deutschritter brauchen wir. Boah, die sind stark. Ja. Geht was? Ja, geht was. Da haben wir noch 2, da geht sich hier noch einer aus. Die sind halt wirklich stark. So, tada. Dann schlagen wir mal zum Gegenangriff über. So, schön kaputt machen. Das haben sie bald geschafft, das ist schön. Der Part ist auch zu Ende. 3. Geht da noch was? Ja. Der 4. ist unterwegs. Dies war. Du kannst mit hierher. Dies war. So, du kannst auch mit hierher. So, schön sammeln. Jetzt blasen wir dann zum Gegenangriff. Den läuten wir noch ein. Ein bisschen, ein paar Minuten wenigstens. Jawohl! Dingens ist kaputt. Schön. Haben wir hier noch einen Hafen bis auf den da? Aber der wird uns, glaube ich, die Schiffchen umballern. Schau mal, ich stelle meine Schiffchen mal hierher. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das haut hin. So, mal Bogen fahren.
dass uns dieser blöde Turm möglicherweise nicht trifft. Schaut nicht schlecht aus. Wir können uns vorbeischmuggeln. Schön. Und Attacke. So. Passt, dann läuten wir mal den Angriff ein. So, stellen uns mal. Oh, oh, oh. Ach so, ist das? Da ist schon. Aha. Okay. Das hätte. Super, das hätte ich mir jetzt. Das hätte ich jetzt gleich machen können. Die Einheiten stelle ich mal hier hin. Ja. Ja. So. Toll, das muss man halt wissen, ne? Dass ich soll. Halt, da geht's schon rum. Könntest du schon blätten, den Schweinehund da? Bevor der einen Schaden anrichtet. Weg damit. Schön gemacht. Systeme. So. Dass ich soll. Ja. Der gehört auch weg. Schön weg. Ja, ihr könnt euch über den da mal stürzen. Über den Turm hier. So, wir pirschen uns langsam ran. So, schauen wir mal, wie es unseren Dingens hier geht. Nein, hier geht's weg da. Hallo? So nett. So. Jawohl. Turm ist hin. Passt. Und auf geht's zur Burg. Wie schaut's hier aus? Sehr gut. Schaut sehr gut aus. Da herüben wäre es auch schön, hier zu bleiben. Oder hier. Und zumindest da mal anzugreifen. Ich muss auch, ich darf da jetzt auch nicht faul herumstehen, ne? Ja, Pace. Ja, ja. Das klappt gut. Ich muss schauen, dass ich mich weiterentwickle. Aber ohne Nahrung wird das jetzt schwer, ne? Ich habe da jetzt zu viel Nahrung beim Fenster rausgeschmissen. Muss ich ein bisschen warten, bis der nächste Tribut kommt. So, vielleicht geht sich aber ein Rambock aus. Barbarossa, wow. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Seht ihr, ich bin es nämlich, der den Titel Heiliger Römischer Kaiser verdient. Knie nieder vor dem Löwen. Also doch, du feige Mist. Krotz, du Dreckige. Dies war. Alle Mann, Rückzug. Aber flotti. Dass ich soll. So, Rückzug. Eure kaiserliche Hoheit, Heinrich der Löwe, hat die Herrschaft über ein Volk von Bauern. Wir sollten sie gefangen nehmen, damit wir nicht mehr vom Nachschub unserer Verbündeten abhängig sind. Aha. Löwe bist jetzt du, ne? Der orange Heini. Oder? War das nicht der orange Heide? Heide, genau. Heini. Nein, das ist der grüne. Nein. Ja, sag einmal, wo sind denn die jetzt? Ja. Ritterleins, ihr müsst drauf da. Teutonen, Sachsen. Bin ich jetzt ganz blöd? Da haben wir Reliquien. Achso, nein, das hat jetzt ausschaut wie eine Reliquie. Das ist jetzt ja Polen, ne? Wo sind jetzt die Orangen, die Orangen hin? Einheiten eben, also, waren die nicht da? Da, feindlich, Teutonen. Passt, der ist hin. So. Passt, der ist auch hin. Die haben da. Achso, die sind geflohen. Das ergibt wieder Sinn. So, ihr bleibt. Ja. Ihr packt euch mal hier hin. Und wir gehen die Leute befreien. Also da oben irgendwo. Heinrich, das Arschloch, greift an. Ja. Wartet. Streeted. Da brauchen wir auch ein paar. Ja. Alle darf ich jetzt gar nicht wegschicken, ne? Ja, weg mit dem. Das ist ja voll fies. Ist jetzt endlich hin? Der eine ist hin, jawohl. Da sind noch ein paar Idioten.
So ein Gugelhupf, echt. Greift uns da voll an. Jawohl, neuer Tribut. So, gleich mal zur Smide. Bitteschön. Hier machen wir gleich Gebäude und so. Dann, wie schaut's hier mit euch aus? 200 Nahrung haben wir noch über, das entwickle ich noch fertig. Wow. Okay, wir brauchen die Rammböcke. Ihr müsst da helfen und ich muss den Part beenden. Wow, ihr müsst mal zurück. Zurück. Bleibt hier einfach und kümmert euch um diese Deppen. Passt. Einfach mal hier so bleiben. Den Part muss ich auch wieder beenden, ne? Ist ja schlimm sowas. Der Botkin-Pfeil. Die Angriffskraft und Reichweite wird erhöht. Nahrung kam jetzt keine mehr. Muss ich wieder warten. So. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Im nächsten Part werden wir dem Heinrich, dem Löwen da, die Leviten lesen. Und werden schauen, was wir dann als nächstes machen müssen, bis auf Polen besiegen. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!